Du bist ja immer noch nicht fertig. Nur der Kaffee schmeckt so gut. Ja, der ist doch von mir. Außerdem haben wir heute nur eine kleine Runde vor. Na, kleine. Seit wann machst du denn kleine Runden? Weil's so warm ist. Aber ich trinke dann auch noch Kaffee. Ich auch. Wir wollen heute zum Hopfensee rüberfahren. Das sind nur knapp 5 Kilometer. Doch gibt es ja den legendären Campingplatz am Hopfensee. Den wollen wir uns mal angucken, wenn man drauf kann. Und vom Hopfensee entlang, dann wieder in Richtung Füssen. Da wollen wir euch die Stadt zeigen. Füssen ist ein knuffiges Örtchen mit schönem alten Ortskern. Und dann noch rüber zum Lechfall. Der ist vom Städtchen aus, ich glaube, nur 1,5 Kilometer entfernt. Mega schön dort mit seinem smaragdgrünen Wasser. Bleibt dran und schaut, ob unser Plan funktioniert. Mit Sicherheit, wie immer, kann er nicht zu 100% in Erfüllung gehen. Aber ich bin ja auch nicht Aschenbrödel mit den 3 Nüssen. Ja, also keine Glasschuhe. Also von daher bleibt dran, mal gucken, ob unser Plan wieder in die Tat umgesetzt werden kann oder ob wir wieder was ganz anderes machen. Naja, ihr seht es. Okay. Ciao, ciao. Und, ist schon? Schön. Das hast du alles vom Bus aus im Winter gesehen. Jein. Ich wusste, dass hier ein See ist. Aber ich muss noch was anderes anmerken. Es gibt ja keine längere Tour, wo wir nicht Probleme mit unseren Mikros haben. Jetzt haben wir den Windpuschel bei Alfred verloren. Nein. Aber Alfred, nein, ich hatte die Idee, Alfred hatte die Geschicklichkeit. Alfred, das Spülschwämmchen. Alfred SpongeBob. Aber es funktioniert super. Das musst du bereuen. Was sind wir denn hier? Weiß ich nicht. Nee? Du bist mit dem Bus schon hier gewesen. Ja. Wie war das? Bier am See? Ach nee, Hopfen am See. Hopfen und Malz, das war ja, bei dir verloren. Du verloren. Bist im Bus hier eingeschlafen. Du bist im Bus eingeschlafen und hier wach Ich geworden, weil der bin nicht Busfahrer gesagt hat, eingeschlafen. er hat eigentlich Feierabend. Ich weiß nicht, wie du zurückgekommen bist. Ja, weil der auch nach Hause wollte. Okay, hast du Glück gehabt. Ja. Nee, wir sind hier in Hopfen am See. Ungefähr 4, 4,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt in Füssen. Und schauen mal. Super schöner Badesee auf jeden Fall. Und wie immer, wer hat seine Schwimmsachen nicht mit, was ja überhaupt kein Thema wäre. Das ist hier das 4. Mal und ich ärgere mich. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen, was machst du denn da? Ach, ich habe so ein komisches Ding in der Hand. Mit dem Handy machen wir keine Firmen. Was? Mit dem Handy filmen wir nicht. Doch, wir filmen mit dem Handy heute. Nein, ich bin nicht vorzeigetauglich. Geh weg. Ich bin ein grauer Busel. Hör mal, fahren wir heute noch um den Forschen See oder bleibst du da drinnen? Ich muss noch mal Pipi. Ach du mit deinem Pipi. Ich muss noch mal Pipi, das geht aber schnell. Und dann muss ich noch die Haare machen und die Mückenstiche eincremen. Aha. Gut, dann gib Jummi, damit wir zum See kommen. Das sind nur 5 Minuten. Okay. Dann läuft, Chef. Ich wollte dir das Festspielhaus zeigen. Es hat einen schönen Garten. Komm mit. Sag dir so einfach. Und was ist das? Das ist das Festspielhaus in Füssen. Hier finden die Musicals statt. Im Moment Ludwig II und Die Schöne und das Biest. Ach, das ist Musik. Hier kommst du schön in das Wasser. Hast halt nur die Steine, aber hier kann man ja schön ins Wasser. Immer noch belegt alles. Das sieht ja nicht anders aus. Bitte? Das war der Campingplatz. Ja, ja, ich sag, da ist immer noch alles belegt. Ich habe gedankliche Qualen. Oh wei. Ja, nach dem, was ich jetzt heute Morgen von denen, die aus der Richtung, in die wir fahren wollen, gekommen sind, gehört habe und auch was ich gestern schon im Internet festgestellt habe, dass alle Plätze überwiegend für den ganzen September, teilweise bis Schließung im Oktober, ausgebucht sind. Kleinere Campingplätze, die großen sowieso, die Stellplätze, du morgens schon um 8 Uhr da sein musst. In der Hoffnung, dass du was kriegst und auch was ich in Füssen gesehen habe, weiß ich nicht, ob wir weiterfahren sollen. Ich würde zwar gerne wieder etwas alpiner stehen und auch ein paar hohe Berge um mich haben, aber wir haben Platz, wir stehen. Da ist eine gute Infrastruktur. Wie gesagt, die Umgebung ist nicht der Highlight, das Highlight von der Aussicht her, aber ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Habt ihr auch schon mal vor der Wahl gestanden? Eigentlich wollten wir noch einiges gucken und weiterfahren.
Aber die Aussicht auf freie Plätze, wenn man vorher nicht gebucht hat, was wir ja auch nie machen, ist so gering, dass man besser bleibt, wo man ist. Schreibt es mal in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren, wie ihr mit so einer Situation umgeht. Ich bin jetzt abgelenkt. Ich muss hier mit dem Gefälle gerade umgehen. Da sind wir jetzt. Meine Frau kann immer, die wollte Pause machen. Nein, ich wollte mit dir in Ruhe reden. Ohne dass du nicht vor Schnappatmung nicht antworten kannst. Das mit Tönen. Hier ist es schön. Lecker, warm und schön, aber darunter wird es schon dunkler. Und ich glaube, wenn, dann würden wir darunter auch weiterfahren. Aber so ein bisschen in die hohen Berge reizt mich ja jetzt doch nochmal. Vor allem, ich hoffe, dass wir irgendwo noch was mehr Ruhe finden. Wir sind hier heute in Füssen zu voll. Jetzt hier um den See. Jedes Stück geht ja. Was bedeutet das denn? Wir fahren mit dem Wohnmobil gerade durch Schwangau. Richtig, es geht weiter. Doch, es geht anders weiter als gedacht. Alfred, warum geht es anders weiter? Wie immer, Planänderung. Alle theoretisch und so. Genau, ab morgen sind 30 Grad AD und es ist angesagt, 2 Tage immer wieder Gewitter mit Starkregen und auch Donnerstag noch vereinzelt Schauern. Wir haben geguckt, ob Chiemsee, Berchtesgaden, Mittenwald, Bad Tölz, überall die gleiche Aussage. Ein Temperatursturz runter auf 14, 16 Grad, auch wenn es nicht regnet. Schöne, kühle Frische. Und da haben wir doch glatt unseren Freund Google gefragt, wo es noch ein paar Sonnenstunden gibt. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren die romantische Straße, so ein bisschen als Orientierung, bis Richtung Kitzingen und gucken mal, ob wir am Main irgendwas noch finden oder einzelne Etappen fahren werden. Wir lassen uns überraschen, wir lassen uns treiben. Wir haben jetzt schon 13.15 Uhr, sind spät losgekommen, weil wir heute Morgen noch nicht wussten, dass wir loskamen. Und
fahren heute mal ganz entspannt. Wir hatten so viel Sonne getankt, da können wir auch mal einen Tag im Auto sitzen. Füssen war richtig gut, ne? Ja. Füssen ist ja... schöne Stadt, fahrradmäßig viel zu sehen. Wir waren ja gestern komplett um den Fockensee gefahren. Fockensee. Und wirklich, man kann hier viele verschiedene Radtouren machen. Aber der Stellplatz war mir persönlich auch ein bisschen zu voll. Ab 6 Uhr morgens das Gerummel einpacken, weil das macht man abends nicht, um 7 Uhr fluchtartig den Platz verlassen. Jetzt 4 Tage in Folge. In Oberstdorf war es ja auch nicht anders. Ich bin ein bisschen ruhebedürftig. Wir suchen uns jetzt einen Platz, in der irgendwo vielleicht auch auf einer Wiese ist. Womöglich wie in Aidlingen mal eine Nacht autark stehen, wo es erlaubt ist. Wir gucken einfach. Bleibt dran. Wir halten euch auf dem Laufenden und lassen euch immer wieder ein paar Bilder von unserer Tour entlang der romantischen Straße, vielleicht auch jenseits der romantischen Straße. Es kommt immer darauf an, wie wir auf die Schilder achten. Lassen wir euch natürlich hier in diesem Video da. Bis dann. Bleibt dran.